Okay, dann willkommen zur N plus ersten Vorlesung Gaben und Logik. Warum beschimpft mich gerade niemand? Xaver, du hättest Anlass, mich zu beschimpfen? Okay, wir warten, bis Matthias reinkommt, ob er es checkt. Hab jetzt schon was sehr Schlechtes gemacht. Wie auch immer, wir wollen heute behandeln Proof Mining in der Algebra. Und zwar einem recht konkreten Beispiel. Ich will ein Theorem zitieren, wo man beweisen kann, dass man das Ausfallaxiom braucht, um das zu beweisen. Und dann werde ich euch zeigen, wie man aus Theoremen, die dieses Theorem als Lemma verwenden, trotzdem konstruktiven Inhalt extrahieren kann. Und zwar nicht irgendwie irgendwelchen Bonusinhalt, sondern wir werden genau dieselbe Aussage beweisen können, nur ohne das Ausfallaxiom. Ja? Matthias, du hast eine Chance. Die anderen haben es nicht gecheckt. Was habe ich heute schlecht gemacht? Jetzt schon? Zu kleiner Raum. Nee. Na gut. Und dazu ein paar ganz kurze Erinnerungen aus der Algebra, damit jeder wieder weiß, was ein Radikalideal ist, und dann schauen wir uns das an. Also zunächst mal, wenn die x hier Ringelemente sind, dann kann man die in so runde Klammern setzen, dann kommt das davon erzeugte Ideal raus. Das ist die Menge der Linearkombinationen AI, XI, wobei die AIs in A sind beliebig. Ja? Das ist das von x1 bis xn erzeugte Ideal. Die ganze Zeit wird A ein fixierter Ring sein in dieser Vorlesung. Ja? Und was es auch noch gibt, wenn man schon ein Ideal hat, dann kann man das Radikalideal von A betrachten, geschrieben als Wurzel A. Das ist die Menge derjenigen Elemente x aus Groß A, sodass irgendeine Potenz von x in A liegt. Für eine Zahl größer gleich 0. Hallo Tim, weißt du, was ich bisher schon falsch gemacht habe? Es steht nicht an der Tafel. Steht vor der Tafel. Alter. Ich habe ein schlechtes T-Shirt an. Vielen Dank. Alter. Dieses T-Shirt ist von GitHub, nicht von GitLab. Ja, vielen Dank. Xaver. Okay. Das ist das Wurzelideal von A. Vielleicht bevor es wirklich losgeht, noch ein Lifehack: Wenn ihr einen Frakturbuchstaben schreiben wollt, macht einfach einen normalen Buchstaben und dann einen so einen Strich dazu. Das ist fast genauso gut wie ein echtes Fraktur. Sorry, Bene. Okay. Gut, das ist das Wurzelideal von A. Es ist immer mindestens so viel wie A, manchmal auch noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel das Wurzelideal von, sagen wir, dem von 12 erzeugten Ideal ist das von 6 erzeugte als Teilmengen von Z. Und dann können wir noch definieren, wann ein Ideal ein Primideal heißt. Das setze ich voraus, aber ich definiere es trotzdem nochmal, weil die Leute unterschiedlich vorsichtig sind beim Hinschreiben davon. Ein Ideal P ist genau dann prim, falls es nicht der Fall ist, dass 1 in P liegt und falls man immer folgern darf, dass wenn ein Produkt drin liegt, dass dann auch mindestens einer der beiden Faktoren drin liegt. Ja? Für alle Ringelemente. Hier noch ein Lifehack. Wenn ihr diese beiden Klauseln zu einer zusammenfassen wollt, könnt ihr auch einfach sagen, ein Ideal ist genau dann prim, falls Folgendes immer stimmt. Immer wenn ein Produkt in P liegt, liegt schon einer der Faktoren in P. Ein Produkt beliebiger endlicher Länge. Der Fall n gleich 2 steht hier. Der Fall n gleich 0 steht hier. Leeres Produkt ist 1. Und ne, was würde die andere, die neue, die bessere Formulierung liefern?
Die würde sagen, na gut, immer wenn das leere Produkt drin liegt, wenn also 1 in p liegt, dann soll auch einer der Faktoren drin liegen. Das heißt, dann soll es ein Element aus der leeren Indexmenge geben, sodass dann das zügige Element in p liegt. Das heißt einfach Bottom. Hier steht 1 Element p impliziert Bottom, also genau das, was ich gesagt habe. Ja? Und umgekehrt, wenn wir die beiden Fälle haben, folgt mit Induktion das Allgemeine. Dann ist also ein Ideal ein Primideal. Und dem gegenüberstellen kann man auch die Definition, wann ein Ring ein Integritätsbereich ist. Ein Ring R ist genau dann ein Integritätsbereich, falls 1 ungleich 0 in R und aus der Nullheit von einem Produkt schon folgt, dass mindestens einer der beiden Faktoren 0 ist. Gut, und dann gibt es noch einen Satz, den ihr auch kennt, der den Zusammenhang zwischen Primidialen und Integritätsbereichen angibt. Der passt gerade noch hier hin. Satz, irgend so ein Ideal P von einem Ring R ist prim, genau dann, wenn R modulo P ein Integritätsbereich ist. Wenn wir alles genauso hinschreiben, genauso formuliert haben, dann ist die Äquivalenz auch konstruktiv. Tut aber gar nichts zur Sache, weil der Begriff von einem Primideal ein wahnsinnig schlechter ist in konstruktiver Mathematik. Das werden wir im Rahmen dieser Vorlesung jetzt gleich noch genauer verstehen. Okay, gibt es gerade irgendwelche Fragen zu diesen Definitionen? Dann schreibe ich euch mal noch eine nicht mehr ganz triviale Erinnerung aus der Algebra dazu. Eine, die das Ausfallaxiom braucht zum Beweisen. Proposition: sei A in A ein Ideal, vielleicht nicht unbedingt prim. Dann gilt Wurzel A, was also eine ganz, ganz kurze, elementare, syntaktische Definition hier besaß. Die Menge derjenigen Elemente, sodass sie vielleicht nicht selbst nahe liegen, aber sodass zumindest irgendeine Potenz von ihnen nahe liegt, lässt sich auch anders ausdrücken, nämlich als der Schnitt über alle Primideale, P-Primideal von A, nicht ganz alle Primideale von dem Ring, sondern nur die, welche das gegebene Ideal A umfassen. Okay, wie beweist man das nochmal? Es gibt zwei Richtungen. Die eine ist easy und gilt auch konstruktiv. Nämlich die da. Machen wir es schnell. Sei x aus Wurzel a beliebig, dann also x hoch n in a für irgendeine natürliche Zahl n. Somit wissen wir, dass x hoch n in p liegt für alle Primideale p, welche a umfassen. Okay, und weil p ein Primideal ist, können wir eben die definierende Eigenschaft verwenden, die da unten, und folgern und sehen eben, gut, hier liegt ein Produkt von x in p, also liegt schon mindestens einer der Faktoren in p, also eines der x halt, ja. Also x in p für alle p Primideale, die A umfassen. Und das war genau das, was wir zeigen sollten. Nicht ausrasten für den Fall, dass n 0 ist. Dann war es ein bisschen unsauber von mir gerade ausgedrückt, zumindest wenn man es naiv interpretiert. Weil wenn n 0 ist, dann gibt es ja kein einziges x. Also dann hätte ich nicht so mit meinem Finger drauf zeigen können, einer dieser Faktoren liegt auch wieder in P.
Aber wenn n 0 war, dann ist doch x hoch 0 ist ja immer 1. Das heißt, dann liegt 1 in p. 1 in p ist impliziert Bottom. Und aus Bottom folgt jede Behauptung, insbesondere die, die ich will. Dieser Schritt wird ein bisschen eleganter. Ich kann diese Zusatzbemerkung auch sein lassen, wenn ich gleich die coolere Definition von einem Primordial nehme, ne? die in einem Aufwasch funktioniert. Jedenfalls gibt es daran jetzt nichts, also nichts irgendwie besonders tiefsinniges. Das ist halt eine wahre Aussage. Die Rückrichtung, die ist 1000-mal schwerer. Ich dachte trotzdem noch das n, weil du sagst ja dann das x hoch n Element a für n gleich 0. Ja, hier? Ja, aber 1 ist ja nicht in a. Keine Ahnung, 1 könnte in a liegen. Also 1 ist mal im Normalfall nicht in a. Ja, gut. Aber also hier habe ich ja, hatte ich auch nie mit meinem Finger auf ein nicht existentes x gezeigt. Das hatte ich erst hier gemacht und ab hier. Ist cool. Ja gut, ist okay. Nicht für alle n größer gleich 0. Es gibt ja. N größer gleich 0, sodass x hoch n in a ist. Ja, für ein, fe. Für ein, ja. Also ich gebe zu, ich habe da noch nicht den Königsweg gefunden. Also das Problem ist halt f.e. Das kann man halt schwerer lesen als das Existenzkontorzeichen. Nur, ich kann ja nicht den Existenzkontor nach einer Formel setzen. Ja. Existenzkontor kommt vorne hin. Außerdem, wenn ich das so schreibe, dann bedeutet das für mich, dass das n jetzt auch gleich gebunden ist. Dass ich mit dem n weitermachen kann, da hinten. Ja? Ich weiß schon, das war nicht das, worauf du hinaus wolltest, aber das war, ist, was ich, war die Tangente, auf die ich gerade Bock hatte. Ja? Ja. Ich habe diese Schreibweise gelernt von Markus Lilly, der die schönsten Übungen überhaupt gehalten hat, als ich Student war. Bei Kielhöfer. So, wie auch immer, jetzt wollen wir diese Richtung. Sei x also ein Element der rechten Seite. Ich will zeigen, dass es auch in der linken Seite liegt. Angenommen nicht. Angenommen x liegt nicht in Wurzel a. Das ist jetzt ein Widerspruchsbeweis im eigentlichen Sinne, also was Schlechtes. Und es ist aber noch gar nicht das Schlimmste von dem Beweis jetzt, weil gleich werden wir noch das Auswahlaxiom verwenden. Ja? Okay, was wissen wir dann also? Dann wissen wir also, x hoch n wird niemals in a liegen. Für alle f.a. natürliche Zahlen. Oder nochmal anders formuliert, x hoch n wird niemals 0 sein in dem Faktorring a modulo a. Offiziell sollte ich vielleicht Äquivalenzklassenklammern jetzt irgendwo hinschreiben. Das mache ich nicht. Stattdessen sage ich einfach immer, in welchem Ring ich eine Gleichheit zu lesen habe. Okay, und was bringt mir das? Das bringt mir Folgendes. Wir können folgenden Ring betrachten. Wir nehmen erstmal den Faktorring, wo wir also künstlich all die Elemente aus A 0 gemacht haben. Und jetzt lokalisieren wir diesen Ring. Wir machen künstlich das Element x invertierbar. Ganz kurze Erinnerung, nur so am Rande. Wenn man einen Ring hat und ein einzelnes Element, dann kann man arrangieren auf universelle Art und Weise, dass das Element invertierbar wird, indem man einen neuen Ring betrachtet, der dann solche Brüche enthält. Wobei der Zähler aus dem Ring sein darf und der Nenner muss halt etwas von der Form x hoch n sein. Das sind formale Brüche, die es vorher in R nicht gab. Und dann, damit das funktioniert, muss man noch eine Äquivalenzrelation fordern. Nämlich man definiert, dass so zwei Brüche als gleich gelten, genau dann, wenn x hoch a mal x hoch m mal r dasselbe gibt wie x hoch a mal x hoch n mal s für irgendeinen Exponenten a. Und dann definiert man die Ringoperation plus und mal genauso, wie man es in der fünften Klasse oder so gelernt hat, als Brüche kam. Ja? Gut, das ist auf jeden Fall ein neuer Ring. Und über diesen neuen Ring kann man ein Lemma beweisen, nämlich dieser Ring ist genau dann der Nullring. In diesem Ring gilt genau dann 1 gleich 0, wenn das Element, nach dem man lokalisiert hat,
weg, von dem man lokalisiert hat, das x hier, wenn das nilpotent war. Nun ist das x hoch n aber niemals 0 in unserer Situation, also ist das da nicht der Nullring. Somit ist das da nicht der Nullring. Wenn ihr das nie in eurem Leben gemacht habt, nehmt euch die 14 Sekunden Zeit und löst die Übungsaufgabe, dass dieser Ring hier der Nullring ist, genau dann, wenn x nilpotent ist. So, und wenn der nicht der Nullring ist, dann besitzt der ein maximales Ideal. Und das ist der Punkt, wo das aus der Laxum angeht. Enthält daher ein maximales Ideal M. Dieses daher, das ist die zweite schlimme Stelle von dem Beweis und die viel, viel schlimmere. Zur Erinnerung, was ist der Standardbeweis, um zu sehen, dass ein Ring, der nicht der Nullring ist, ein maximales Ideal enthält? Und vielleicht kurz vorher, warum hat man diese komische Einschränkung? Kann es denn nicht sein, dass der Nullring auch ein maximales Ideal enthält? Kann es nicht einfach sein, dass jeder Ring ein maximales Ideal enthält? Das kann nicht sein, denn von einem maximalen Ideal fordert man, dass die 1 nicht drin liegt. Andererseits fordert man, dass von jedem Ideal, dass die 0 drin liegt. Und wenn jetzt 0 gleich 1 ist, wie im Nullring der Fall, dann sind beide Anforderungen offensichtlich nicht gemeinsam erfüllbar. Deswegen hat der Nullring kein maximales Ideal. Gut, aber jeder Ring, der nicht der Nullring ist, hat ein maximales Ideal. Ich kann das aber nicht unbedingt hinschreiben, es gibt keine Formel dafür. Ich kann es nur mit dem Auswahlaxiom beweisen. Der Beweis geht so. Man betrachtet einfach die Menge aller Ideale, welche nicht gerade das 1-Ideal sind. Das ist eine riesengroße Menge. Und mit dem Zornschen Lemma zeigt man, dass diese riesengroße Menge ein maximales Element enthält. Dazu muss man nur nachweisen, dass immer wenn man so eine Kette hat von lauter Idealen, die alle nicht das 1-Ideal sind, dass dann diese Kette eine obere Schranke hat. Dass er nochmal ein weiteres Ideal gibt, was auch nicht das 1-Ideal ist, welches all die gegebenen Ideale umfasst. So ein Ideal finde ich aber immer, nämlich ich kann einfach die Vereinigung bilden, die mengentheoretische Vereinigung. Die wird dann auch nicht das Einzelelement umfassen, weil ja keine der einzelnen Ideale das Einzelelement umfasst hat. Und andererseits kann man nachrichten, dass es wieder ein Ideal ist. Normalerweise sind Vereinigungen von Idealen keine Ideale, genau wie Vereinigungen von Unterräumen keine Unterräume sind, aber in dem Fall schon, weil wir längst eine Kette vereinigt haben. Gut, und dann sagt er also das Zornsche Lemma, dass ein maximales Element existiert und das ist unser maximales Ideal M. So geht das. Aber dieser Schritt ist halt hochgradig nicht konstruktiv. Für die Freunde von feinen Unterschieden, hoffentlich alle, man braucht nicht wirklich, also das Auswahlaxiom kann man verwenden, um zu zeigen, dass nicht-triviale Ringe ein maximales Ideal besitzen. Es genügt aber auch noch ein minimal schwächeres Axiom, nämlich das Boolean Prime Ideal Theorem oder so ähnlich heißt das. Das ist minimal schwächer als das Auswahlaxiom, aber immer noch völlig unkonstruktiv. Ja? Also dieser Schritt, von dem können wir erstmal überhaupt keinen, wir können diesem Schritt keinen Sinn ergeben, keinen konstruktiven Sinn, momentan zumindest. So, wie geht es jedenfalls weiter? Wir haben hier noch so Ringhumus rumschwirren, nämlich wir haben noch den Ring A, dann haben wir die kanonische Projektion in den Faktorring und dann haben wir den kanonischen Ringhomo in die Lokalisierung rein. Hier wird ein Element x geschickt, x ist schlecht, r wird geschickt auf R-Eintel. Ja? Und wenn ich ganz strikt wäre, würde ich Äquivalenzklasse von R-Eintel schreiben. Gut, das ist ein Ringhomo. Und dieses maximale Ideal M hat irgendein Urbild unter diesem Ringhomo. Das ist irgendeine Teilmenge von A. Und man lernt in der Algebra, dass Urbilder von maximalen Idealen zwar nicht wieder unbedingt maximal sind, aber zumindest sind Urbilder von Primidealen wieder prim. Und maximale Ideale sind stets prim. Das heißt, das Urbild von diesem Ideal ist ein Primideal.
Und zwar nicht irgendeins, sondern ein ganz bestimmtes, nämlich es umfasst a und enthält x nicht. Woher weiß ich das beides? Machen wir erstmal das hintere. Warum weiß ich, dass in diesem Urbild von M, wieder vorne in A, warum da das x nicht enthalten ist? Angenommen schon. Also dann läge x in dem Urbild. Nach Definition des Urbilds würde das heißen, dass das Bild von x, also x Eintel, in M läge. Aber x Eintel ist was Invertierbares hier hinten. Das Inverse ist ein Xtel. Das heißt, wir könnten die beiden Elemente x Eintel, was in M läge, und das unbeteiligte Element ein Xtel zusammen multiplizieren, bekämen dann 1, wüssten, dass 1 auch noch in M liegt. Ne? Idealerweise erfüllen die Magneteigenschaft, ich kann mit irgendeinem Element multiplizieren und ich verlasse das Ideal nicht. Okay, aber in einem maximalen Ideal ist das Einzelelement niemals drin enthalten. Das gehört zur Definition von einem maximalen Ideal. Also kann x nicht drin sein. Und warum weiß ich, dass das Urbild das A umfasst? Naja, wenn wir uns irgendein R aus A nehmen, sehen wir doch, dass wenn wir das R hierhin abbilden, dass es hier schon 0 wird. Es bleibt dann 0, wenn wir noch weitergehen, weil Ringhom muss 0 auf 0 abbilden müssen. Und wir wissen, ja, in der Tat, 0 liegt in M, weil M ein Ideal ist und daher das 0-Element enthält. Also sind diese beiden Aussagen über das Urbild korrekt. Und insgesamt liegt damit ein Widerspruch vor. Denn das x war aus der rechten Seite, lag also in allen Primidialen, welche a umfassen. Jetzt haben wir aber ein Primidial gefunden, welches a umfasst und das x nicht enthält. Widerspruch zu x-Element rechter Seite. Okay, also so ist es falsch. Ja, also so. Muss ein bisschen runterkommen davon, gell? Also das ist ein Beweis, der nur in ZFC erlaubt ist. Aber das ist kein konstruktiver Beweis. Jetzt will ich gleich ein bisschen das in Szene setzen. Ich will euch sagen, was man mit dieser Proposition anfangen könnte. Wenn das jetzt eine langweilige Proposition wäre, dann wäre es ja vielleicht nicht schlimm, dass wir keinen konstruktiven Beweis davon kennen. Richtig, genau. Maximal ideal war jetzt nur, weil es so ein bisschen kürzer zu beweisen ist, bei gegebenem Vorwissensstand. Ja, genau. Ich weiß aus dem Stand nicht, wie man mit dem Ausfallaxiom ein Ideal konstruiert, welches nur prim ist, aber nicht maximal. Also wenn man noch möchte, dass es irgendwelche Zusatzanforderungen erfüllt, dann gibt es viele Möglichkeiten. Also wenn man quasi zielorientiert vorgeht, aber ich wüsste nicht quasi, wie man so aus dem Stand, nur mit den Variablen, die hier eingeführt worden sind, wie man dann das Tonschalemma anwenden kann, sodass das Ergebnis nur ein Primideal ist. Meinst du jetzt, dass es kein maximales Ideal ist oder dass man nicht weiß, dass es ein maximales Ideal ist? Dass man nicht sicher weiß, okay, dass es maximal ist. Einfachste Art, ein Primideal zu konstruieren, ist maximal ideal. Ja, genau. Die einfachste so im Rahmen von Standardvoraussetzungen. Also von Standardvoraussetzungen, welche Vorlesungen man gehört hat, nicht logischen Voraussetzungen. Okay, wozu ist das zum Beispiel gut? Ein Korollar ergibt sich, wenn man den Fall vom Nullideal betrachtet. Es gibt die Menge all der nilpotenten Elemente. All der Elemente, die zu irgendeiner Potenz genommen dann 0 ergeben. Das ist ein interessantes Ideal von einem Ring. Das sogenannte Nilradikal hat diverse Bedeutungen in der Ringtheorie. Und mit der Proposition hier können wir das wie folgt auch umschreiben.
einfach als Schnitt über alle Primideale. Die Bedingung, dass P das Nullideal umfassen muss, müssen wir jetzt nicht dazu schreiben, weil jedes Primideal das Nullideal umfasst. Und wozu dieses Korollar jetzt wiederum gut ist, das zeigt zum Beispiel folgende Proposition. Sei f gleich Summe ai x hoch i in a adjungiert x nilpotent. Also sei f ein Element in diesem formalen Polynomring, welches in diesem formalen Polynomring nilpotent ist. Das heißt, zu irgendeinem Exponenten gehoben 0 ergibt. Dann wollen wir jetzt zeigen, dass auch alle Koeffizienten 0 sind. Dann gilt ai, dass die auch alle nilpotent sind. Dann sind auch alle Koeffizienten ai in a nilpotent. Ja, das ist ein praktisches Lemma. Braucht man, wenn man in der Ringtheorie abgeht. Wie beweist man das? Okay, und das ist jetzt der Punkt, wo die Proposition und damit das Ausfüllaxiom so richtig in Szene gesetzt wird, so richtig den Tag rettet. Wenn ich nämlich versuche, das jetzt per Hand zu beweisen, einfach so, ausgehend von der Definition von nilpotent, dann werde ich scheitern. Nicht, weil es nicht geht, tatsächlich werden wir sehen, dass man das konstruktiv beweisen kann, genau diese Proposition und genau der Formulierung. Aber es wird einfach extrem hässlich und schwierig. Ja, ich werde das aus dem Stand so nicht hinbekommen. Ich bekomme es schon hin, wenn ich weiß, dass es geht, wenn mir das versprochen wurde und wenn ich Zeit habe und das sauber hinschreibe und ein A3-Papier statt ein A4-Papier nehme. Aber ich schaffe es nicht so locker flockig. Dagegen, wenn ich die Proposition oder genau das Korollar verwende, dann geht es super easy. Wir müssen ja nur zeigen, um zu zeigen, dass AI nilpotent ist, müssen wir nur zeigen, dass es in allen Primidialen liegt. Sei P also ein beliebiges Primideal. Und dann können wir wie folgt abnörden. Also wir haben f hoch n gleich 0 in ax für irgendeinen Exponenten n, gell? Das ist die Voraussetzung der Nilpotenz. Wenn wir das haben, dann haben wir auch, dass f zum selben Exponenten potenziert in dem Faktorring 0 ist. Ja, hier hätte es sogar noch eine größere Chance, 0 zu sein. Das ist jetzt kleiner a. Aha, p. A modulo p. Das ist jetzt auch ganz wichtig, denn ich möchte im nächsten Schritt ausnutzen, dass a modulo p ein Integritätsbereich ist. Das weiß ich deswegen, weil ja p ein Integritätsbereich ist. Weil p ein Primideal ist. Okay, und es gibt folgendes Lemma, was ich nochmal beweisen müsste, jetzt aber nicht machen werde, nämlich, dass wenn man einen Integritätsbereich hat und dann den Polynomring darüber betrachtet, dass das Ergebnis auch wieder ein Integritätsbereich ist. Das ist nichts völlig Triviales, macht es euch ganz kurz klar. Also nehmt euch zwei Polynome, die zusammen multipliziert 0 ergeben. Ihr wollt jetzt zeigen, dass mindestens eines der beiden Polynome schon das Nullpolynom war. Schaut euch den Leitterm von f an und den Leitterm von g. Die beiden konspirieren ja, um den Leitterm von f mal g zu geben. Ja, also irgendwie das eine Polynom fängt mit a n x hoch n an, das andere mit b m x hoch m. Dann fängt f mal g mit a n b m x hoch n plus m an. Okay, und wenn ich jetzt weiß, das Produktpolynom ist 0, weiß ich, dass alle Faktoren, alle Koeffizienten 0 sind, also insbesondere eben dieses a n mal b m. Das ist ein Element aus a, also muss einer der beiden Faktoren 0 sein und dann mache ich jeweils mit Induktion weiter. Entweder weiß ich, dass f einen kleineren Grad hatte, wie ich zunächst annahm, oder ich weiß, dass g einen kleineren Grad hatte, wie ich zunächst annahm. Zum Schluss bin ich beim Fall von Grad 0 Polynom angelangt, da weiß ich es dann aus a.
Gut, jedenfalls, weil also das da ein Identitätsbereich ist, können wir folgern, dass f 0 ist in a modulo p x. Gell? Wenn ein Produkt 0 ist, im Identitätsbereich ist mindestens ein Faktor 0. Und was heißt das nochmal, dass ein Polynom 0 ist? Das heißt per Definition, dass all seine Koeffizienten 0 sind. Also ai ist 0. Worin? In a modulo p. Für alle i. Und wenn wir sehen, was wir jetzt insgesamt geschafft haben, dann sehen wir, dass wir fertig sind. Denn wir haben es geschafft zu zeigen, dass, lasst uns noch einen Schritt vielleicht machen, dass ai in p liegt. Und zwar all die ais liegen in p und p war beliebig. Wir haben also gesehen, dass ai in allen Primidialen liegt. Und nach dem Korollar ist ai dahin potent. Also dafür ist das ganz praktisch. Das war jetzt sehr schmerzlos hier, das zu machen. Und das machen können, ohne uns besonders konzentrieren zu müssen. Der Beweis wirft aber eine Reihe von Fragen auf. Also zum einen, ein religiöser Fanatiker könnte fragen, stimmt es wirklich, was wir jetzt hier bewiesen haben? Denn wir haben ja das Auswahlaxiom verwendet. Zum anderen ein bisschen konkreter, sei zum Beispiel f hoch 100 gleich 0. Ganz konkret, f hoch 100 gleich 0. Dann wissen wir also, all die AIs sind auch nilpotent, also AI hoch so und so viel gibt dann auch jeweils 0. Aber AI hoch was gibt 0? Ist das auch 100? Ist das eine größere Zahl? Ist das eine kleinere Zahl? Haben wir irgendwelche Abschätzungen an die Koeffizienten? Was sind Schranken für die Nilpotenzindizes, so heißen die Exponenten, die man braucht, damit ein Element 0 wird, der Koeffizienten in Abhängigkeit des Nilpotenzindex des Polynoms. Wen ist das der richtige griechische Genitiv? Index? Vielleicht. Krass, okay. Ich dachte, du sagst es jetzt. Und sagst aber auch, dass es im Neugriechischen da Verwirrung gibt und es gibt aber diese altaramäische Meinung und. Also Index ist eher ein lateinisches Wort. Ah, fuck, okay. Ja, was sagen die Griechen dazu? Index, Indizes, ne? Und also der lateinische Genitiv, ja, ist definitiv anders, aber der deutsche. Und kennst du den lateinischen Genitiv? Ich glaube Indizes. Aber okay. Ich weiß es nicht. Seht ihr das, die Fragestellung? Ja, das, die wird halt durch diesen Beweis überhaupt nicht geklärt. Man könnte sogar noch größere Sorge haben. Man könnte sich fragen, vielleicht gibt es ja gar nicht mal solche Schranken, die man da bauen kann. Vielleicht hängt das halt wirklich individuell von jeder Einzelsituation ab. Vielleicht wissen wir halt nur, dass all die Koeffizienten wieder nilpotent sind, aber wer weiß schon, wie hoch. Es gibt keinerlei Schranken. Zumindest diese stärkere Sorge kann man zerstreuen, wenn man furchtlose Ringtheoretikerin ist. Weil was man als furchtlose Ringtheoretikerin auch machen kann, ist, man beweist diese Proposition nur ein einziges Mal. Nicht je einmal für jeden Ring, wie wir es gemacht haben, sondern nur ein einziges Mal für den universellen Ring. Für einen Ring aus, also statt A, kann man auch nur einen einzigen Ring nehmen, nämlich Z adjungiert groß A0 bis groß AN. Man beweist dann die Proposition einmal für diesen Ring. Da kommen dann irgendwelche ganz konkreten Verhältnisse raus, was die Nilpotenzindizes der Koeffizienten sind in Abhängigkeit von vom Nilpotenzindex von dem f. Lasst mich mal das n hier noch in m ändern. Ne? Das f, worauf man das anwendet, ist das hier. Das ist das generische Polynom,
Denn hier stehen gar nicht irgendwie konkrete Zahlenwerte, sondern halt eben diese Platzhalter. Okay, und wenn man dann später einen konkreten Ring A vor sich liegen hat und irgendein Polynom, dann weiß man, dass man dass für dieses konkrete Polynom, was nilpotent ist, genau dieselben Schranken gelten wie das, was man hier in diesem Einzelfall herausgefunden hat. Weil die konkrete Situation ist nur ein Spezialfall der generischen. Ja? Also zumindest diese zweite Sorge kann man zerstreuen als furchtlose Ringtheoretikerin, aber die erste bleibt, habe ich trotzdem irgendwie eine explizite Handhabe, da Schranken zu finden. Okay, und jetzt sehen wir, wie das eben geht. Eine Anmerkung noch, nämlich in einem gewissen Sinne sind konstruktive Mathematiker Atheisten. In folgendem Sinne. Eine Mathematikerin, die die ganze Zeit gerne das Ausfallaxiom einsetzt, die könnte man auch als gläubig bezeichnen, ja? Weil sie glaubt, dass so ein krasser Existenzsatz einfach so stimmt, obwohl sie nicht unmittelbare Erfahrung hat aus ihrem täglichen Leben, dass das wirklich so ist. Ja? Niemand konnte, sie hat nie dann wirklich so ein maximales Ideal gesehen. Ja? Das Ausfallaxiom hat nur gesagt, dass es eins gibt. Eine konstruktive Mathematikerin dagegen, die sagt, ich akzeptiere nur das, was ich irgendwie explizit, mehr oder weniger konkret sehe. Insbesondere akzeptiere ich nicht irgendwelche Glaubenslehrsätze. Deswegen bin ich Atheistin. Und das kann man aber noch ein bisschen weiter treiben jetzt. Und zwar so eine fanatische Atheistin, die könnte jetzt einfach aufhören und sagen, halt, dann verwende ich das Ausfallaxiom nicht, weil es falsch ist. Aber eine gemäßigte Atheistin, und das sind die interessanteren, die hat folgende Einstellung. Die sagt, okay, das Ausfallaxiom ist offensichtlich Schrott, aber wie kommt es, all meine Kolleginnen und Kollegen verwenden das Ausfallaxiom die ganze Zeit und dennoch verheddern sie sich nicht in Widersprüchen? Dann heißt das doch, dass doch irgendwas dran sein muss an dem Ausfallaxiom. Einerseits ist es Quatsch, aber andererseits ist es irgendwie nicht so in sich kontradiktorisch, dass einfach ein Widerspruch rauskommt. Was daher eine Atheistin versucht ist, also eine konstruktive Mathematikerin, sie versucht, andere Gründe zu finden für genau dieselben Propositionen, wie klassische Mathematiker sie beweisen. Weil sie sagt, hinter dem Ausfallaxiom muss schon irgendwas dahinter stecken. Halt nicht das Ausfallaxiom, weil das ist falsch, aber irgendwas anderes muss dahinter stecken, was stattdessen den Grund liefert, damit irgendwelche Propositionen wahr werden. Der griechische Name für diese Haltung ist Hilberts Programm. Ja? Hilberts Programm ist ein Aufruf an Mathematikerinnen, nicht-konstruktive Methoden durchaus geil zu finden und sie zu verwenden, aber bitte auch zu rechtfertigen, warum sie okay sind, warum sie von einem finitistischen Standpunkt aus okay sind. Wir wissen, in voller Allgemeinheit ist Hilberts Programm gescheitert, aber in konkreten Teilgebieten ist es überhaupt nicht gescheitert, stattdessen ist es gerade extrem in und groß. Und insbesondere der Algebra ist groß. Und den Ansatz, um das eben zu retten, will ich euch jetzt vorstellen. Der heißt die dynamischen Methoden in der Algebra. Ich schreibe euch noch eine weitere Proposition hin, dann ohne Beweis, die man auch normalerweise nur klassisch beweisen kann, nur mit Ausfallaxiom und Zeug. Einfach um da noch mehr den Nutzen davon zu demonstrieren. Sei K ein algebraisch abgeschlossener Körper. Sein F1 bis Fn Polynome über K, und zwar in m Variablen, dann gilt Folgendes. Man kann sich fragen, wann es der Fall ist, dass diese Polynome keine gemeinsame Nullstelle besitzen. Und der Satz gibt genau dann wenn Auskunft darüber. Die Fi besitzen keine gemeinsame Nullstelle.
in k hoch m. Genau dann, wenn es gewisse andere Polynome g1 bis gn gibt, die zusammenmultipliziert und aufsummiert 1 ergeben. Das kann man auch hochnäsiger ausdrücken, die hintere Sache, als wenn in dem von den Fs erzeugten Ideal, ob Wurzel oder nicht, ist egal, ich mache die aus Gewohnheit hin, wenn da das 1-Element drin liegt, das 1-Polynom drin liegt. Die Richtung von rechts nach links ist sonnenklar. Denn stellt euch vor, wir haben wirklich diese Identität und trotzdem haben die Fi eine gemeinsame Nullstelle. Dann können wir mal diese gemeinsame Nullstelle einsetzen in diese Gleichung. Hier kommen ja noch Variablen groß x1 bis groß xn vor. Dann haben wir auf der rechten Seite 1 und auf der linken Seite Summe gi mal 0, also 0. Also von rechts nach links einfach. Links nach rechts, Auswahlaktion. In gewissem Sinne kann man das da auch als ein Zertifikat ansehen dafür, dass die FIs keine gemeinsame Nullstelle besitzen. Ähnliches, praktisches, handliches Zertifikat dafür, dass sie keine Nullstelle haben. Ich wünsche mir, dass ihr, ja, ihr habt alles schon Algebra gehört, ne? Steckt das mal bitte Erstsemesterinnen, damit sie ihre Algebra-Tutorinnen trollen können. Nämlich, wenn mal eine Aufgabe kommt der Art, zeigen sie, folgende FIs besitzen keine gemeinsame Nullstelle, dann sollen die nicht die Aufgabe lösen, sondern dann sollen die ganz lange nach solchen GEs suchen. Sie wissen es, sie müssen existieren. Und dann geben sie einfach ab, naja, 1 ist, glaube ich, diese Summe, Beweis, Ende, Kästchen. Und dann soll sich die Tutorin fragen, wie sie auf diese GEs gekommen sind. Antwort wäre durch Proof Mining, wie man es jetzt lernt. Okay. Dynamische Methoden der Algebra. So heißt das. Das ist in Wahrheit schon die interne Sprache von einem geeigneten klassifizierenden Topos. Den Zusammenhang werden wir noch verstehen, beginnend Schritt für Schritt mit der nächsten Vorlesung. Diese dynamischen Methoden der Algebra wurden von ganz vielen Leuten entwickelt. Aus dem Stand, und ich werde mehrere Leute vergessen, unter anderem Cocon, Lombardi, Kitte, mindestens einer noch und viele weitere. Und die sind heutzutage richtig geil. Die können noch viel mehr als das, was ich was man braucht, um das zu lösen, was ich hier angeteasert habe. Sind auch nicht mehr rein auf die Algebra beschränkt, sondern auf angrenzende Gebiete auch. Es gibt wunderbare Präsentations-, also Beamer-Folien von Cocor, wo man das anfangen kann zu lernen. Es gibt ein Lehrbuch von Lombardi und Quitte, wo einfach die gesamte Algebra konstruktiv aufgezogen wird, mithilfe dann dieser Methoden. 1000 Seiten, sehr gut zu lesen. Also einfach eine große Industrie, die sehr gut funktioniert. Und ich will euch zeigen, wie das klappt. Und dazu brauchen wir das Konzept von einem generischen Primideal. Idee: Nimm das Konzept des generischen Primideals ernst. So, was ist damit gemeint? Also hier unten zum Beispiel, da hatten wir dann gezeigt, dass all die AI, all die Koeffizienten in jedem Primideal liegen. Für jedes konkrete Primideal haben wir bewiesen,
Ja, AI liegt in P. Damit ist konstruktiv nichts anzufangen, weil eben um gute Primideale zu erhalten, die also irgendwelche speziellen Eigenschaften haben, sodass man mit ihnen irgendwelche Propositionen beweisen kann, braucht man das Auswahlaxiom oder leichte Abschwächung vom Auswahlaxiom. Aber was man machen kann, ist, man kann neu in diesen Beweis hier schauen und sagen, der hat eigentlich noch ein bisschen was anderes bewiesen, so im Subtext, etwas, was nur im Subtext sichtbar ist. Nämlich, der hat nicht nur bewiesen, dass die Koeffizienten in allen Primidialen liegen, sondern der Beweis hat auch bewiesen, dass all die Koeffizienten im generischen Primideal liegen. Was ist das generische Primideal? Das ist eine Sache, die in klassischer Mathematik oder genauer im Topos der Mengen nicht existiert. Ein Ring hat halt ganz viele Primideale, so viele wie er halt hat, und das sind halt irgendwelche Teilmengen von dem Ring. Das generische Primideal ist es eher eine abstrakte Vorstellung, die rigoros gemacht wird mit dem, was jetzt kommt. Die fasst in etwa das ein, was ihr in eurem Kopf habt, wenn ich sage, sei P ein Primideal. Und wenn ich jetzt aufhöre zu sprechen, dann habt ihr irgendwie Primideal im Kopf. Ja, aber ihr habt nicht das und auch nicht das und auch nicht das im Kopf, sondern ihr habt irgendwie so die Vorstellung von einem Primideal im Kopf. Das ist das generische Primideal. Es gibt auch die generische Gruppe. Das ist die Gruppe, an die man immer denkt, wenn jemand sagt, sei gene Gruppe. Ja? Und dann, was wir auch lernen werden, ist zum Beispiel, dass wenn man etwas beweist für die generische Gruppe, dass es dann für alle Gruppen gilt. Ja. Ist das eine Art zu sagen, dass der Beweis sozusagen hier irgendwie polymorph sind? Genau, der Beweis ist ein bisschen polymorph einfach in der Fundierung. Ja? Einerseits, dieser Beweis sah aus wie ein ganz normaler, Mero würde Hausfrauenbeweis sagen, in ZFC zeigt man halt für alle Primideale, dass AI drin liegt. Aber gleichzeitig lässt sich einfach genau derselbe Beweis neu interpretieren als Aussage, dass all die AIs im Generischen drin liegen. Okay, was soll das? Das müssen wir jetzt klären. Und zwar auf einer neuen Tafel. Als ob es weniger schlimm wäre, wenn es hier einfach auf den Boden tropft, gell? Ja. Was denn immer rein tropft. Aber ich muss sagen, dass der Begriff atheistisch hier im Zusammenhang richtig gewichtet ist. Wenn du sagen, was du überhaupt mit einer Gottheit verstehst, das solltest du also total lassen, finde ich. Also ja. Also das sollten wir alle lassen. Ich muss gestehen, ich habe diese Sprechweise blind übernommen von einem dieser dynamischen Methodenleute. Okay. Ja. Außerdem wäre wahrscheinlich gnostisch passender, weil ja. Du ja nicht fest an die Nicht-Wahrheit des Auswahlaxioms glaubst. Oder ja. So fest an die. Tut man sowas öffentlich diskutieren? Krass. Okay. Nee, genau, ja. Agnostisch ist vielleicht besser. Auf jeden Fall aber halt mit einem gewissen Antrieb zu verstehen, warum die klassischen Kollegen sich trotzdem nicht in Widersprüche verheddern. So gesehen ist vielleicht agnostisch auch nicht perfekt, ja, weil ein Agnostiker ist, da schwingt so ein bisschen die Konnotation mit, dass es dem auch einfach egal ist. Und den Leuten ist es nicht egal, die wollen schon checken, warum klassische Mathematik keinen Widerspruch produziert. Warum sagst du immer skeptisch? Weil ich ja schon klar ist, dass es Ausweisung hat. Hast du jemals eine Basis gesehen von H01 Omega? Eine Hamel-Basis? Das erzählt, ja. Ja. Ja, schau doch mal, kann ich dir hinschreiben. Aber. Hast du schon mal mit ihm jetzt eine verwenden sehen, so einen echten Beweis? Also ich nicht. Eine Hamel-Basis tatsächlich von so einem Raum habe ich noch nie jemanden verwenden sehen, ja. Aber so ein maximales Ideal habe ich schon Leute verwenden sehen. Ne? Ja, ist halt Algebra. Also, ja. was ist ein schönes Beispiel für Auswahlaxiom in der Analysis? Naja, Hahn-Banach. Ja, nee, ich meine, es ist ja voll davon. Ja. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Ja, also wir müssen schon darüber sprechen, weil es gibt halt Möglichkeiten, auch in der Analysis davon wieder loszukommen. Mhm. Ja? Nur heute machen wir eben Algebra. Okay, Leute, wie geht das? Wir müssen eine Theorie einführen. Und zwar die Theorie der Primideale von A.
A ist weiterhin fixierter kommutativer Ring mit 1. So, also sage ich erstmal, welche Sorten diese Theorie hat. Gar keine. Keine einzige Sorte. Nicht mal N oder so, ja? Gut. Welche atomaren Formeln soll es geben? Das war bisher immer mindestens Gleichheit. Gleichheiten hatten wir immer dazu, diesmal nicht. Atomare Formeln sollen nur sein x Element p für alle x in A. So, jetzt Vorsicht beim Lesen. Das sieht gerade so aus, als ob x ein Element ist, p ein Primideal und ich behaupte, dass x ein Element von p ist. Das meine ich aber nicht. Was ich meine ist, das soll als ein Symbol verstanden werden, als eine Einheit, wo halt zufälligerweise ein x vorkommt. Ich sollte vielleicht besser schreiben, einfach sowas wie phi x, ja, als atomare Formel. Will ich aber nicht, weil das ganz suggestiv ist, das so zu machen, weil sich diese Formeln so ähnlich verhalten werden wie ein Primideal. Aber ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Fragt nach, wenn ihr gerade verschlafen habt. Ich meine hier nicht, dass x ein Element von p ist. Das soll einfach ein Symbol sein, was zufälligerweise an der Tafel also aussieht wie drei Symbole. Okay, Junktoren, die wir uns gönnen. Aber schon ein Symbol für jedes. Je ein Symbol für jedes Ringelement, genau. Ja, genau. Junktoren, die wir uns gönnen, sind Top, Bottom, und Oder. Und Axiome, die wir uns gönnen, oder vorher noch kurze Schlussregeln. Schlussregeln sind die wir nun mal aufgeschrieben hatten für diese vier Junktoren. Die üblichen für diese Dinger. Weitere Schlussregeln brauchen wir nicht, weil wir haben ja auch die weiteren Symbole nicht erlaubt. Und jetzt noch besondere Axiome. Das wären jetzt genau die Axiome für ein Primideal. Also, das wären folgende Axiome. Top erzwingt, dass 0 in P liegt. Wenn x in P liegt und y in P liegt, dann wird erzwungen, dass auch x plus y in P liegt. Dann noch Magneteigenschaft. Wenn x in P liegt, dann liegt auch a mal x in P. Und jetzt noch die besonderen Axiome für Primideal. Nämlich, wenn 1 in P liegt, dann wird Bottom erzwungen. Und wenn x mal y in p liegt, dann wird x in p oder y in p erzwungen. Das sieht jetzt aus wie 5 Axiome, aber das sind unendlich viele. Nämlich je eine solche Zeile für jede Kombination von x, y und a. Ja? Für x, y, a aus dem Ring. Der Kontext hier beim dem Turnstile ist immer leer, muss er auch sein. Variablen können wir in dieser Theorie nämlich nicht verwenden, denn wir haben keine Sorten uns gegönnt. Ja, also es ist eine rein propositionale Theorie. Also das ist die Theorie. Okay, und wenn wir jetzt sagen, oder dieses P, also das P, das steht hier ja gar nicht, ne? Hier, das ist einfach nur ein Symbol, aber trotzdem, das P, was hier quasi vorzukommen scheint, das ist das generische Primideal. Nur um die Sprechweise zu erklären. Gut. Wir können zum Beispiel folgende Beobachtung treffen. Ein Modell für diese Theorie ist gerade ein Primideal von A. Das soll hier nicht eine Definition vom Wort Modell sein, sondern eine Erklärung, dass dem wirklich so ist schon, für die althergenommene Definition von Modell. Denn zur Erinnerung, wenn wir Schritt für Schritt vorgehen, wie sehen Modelle von dieser Theorie aus? So ein Modell muss zunächst mal zu jeder Sorte eine Menge zuordnen.
gibt keine Sorgen. Und dann zu jeder atomaren Formel ein Wahrheitswert. Also so ein Modell muss zu jedem Ringelement einen Wahrheitswert zuordnen. Wenn ihr klassisch in der Mitologie drauf seid, dann also jeweils eine Ja-Nein-Entscheidung. Aber jetzt nicht irgendwie, sondern so, dass die Axiome erfüllt sind. Sodass der Wahrheitswert für 0 Element P auch wirklich wahr ist. Und so, dass eben die anderen Sachen erfüllt sind. Das heißt, es ist eine Ansammlung von Wahrheitswerten, die genau dieselben Axiome befolgt, wie auch, wie auch bei einem echten Primideal, wie es da auch der Fall wäre. Ja, wie die Ansammlung von Wahrheitswerten, je ein Wahrheitswert für jedes Ringelement, nämlich folgender Wahrheitswert, x liegt in diesem konkreten Ideal, Primideal, an was ich gerade denke. Daher ist die Beobachtung da oben richtig. In klassischer Mathematik kann man zeigen, wenn Ring A nicht der Nullring ist, dann gibt es ein Primideal. Das heißt, dann hat diese Theorie ein Modell. So, das können wir konstruktiv nicht zeigen, aber trotzdem können wir konstruktiv diese Theorie untersuchen. Und wir können zum Beispiel die Konsistenz dieser Theorie untersuchen. Das kommt jetzt gleich. Bemerkt noch eine Sache, nämlich diese Theorie hier, die ist von einem ganz anderen Geschmack als so die Theorien, die wir früher behandelt haben, sowas wie PA oder Zermelo-Fraenkel oder Hating-Arithmetik oder so. Diese anderen Theorien, die waren immer irgendwie gedacht als Grundlegung für die Mathematik, dass ich da drin alle Mathematik oder zumindest viel Mathematik formalisieren kann. Das kann ich hier nicht und das ist auch gar nicht das Ziel hier. Ich kann mit dieser Theorie nicht über natürliche Zahlen sprechen, nicht über Primzahlen, kann ich alles nicht machen. Ich habe keine einzelnen Sorten. Ich habe nicht mal Quantoren da drin. Ja? Diese Theorie ist maßgeschneidert für einen gewissen Zweck, nämlich für das Proof-Mining, um aus solchen Beweisen, wie wir sie vorhin gesehen haben, doch noch konstruktiven Inhalt extrahieren zu können. Das Theorem, was wir beweisen werden, ist folgendes. Wir wollen gerne verstehen, wann so eine Sequenz ableitbar ist. Wann diese Sequenz modulo dieser Theorie stimmt. Ja? Und darauf gibt es eine klare Antwort. Nämlich genau dann, wenn wir das da haben. Das heißt, zur Erinnerung nochmal, was war das für eine Menge? Oder das heißt, dass wir das da haben. Für gewisse a, i in a und gewisses m größer gleich 0. Das werden wir jetzt gleich beweisen. Ja? Und das gibt also dann vollständig Auskunft darüber, wann man in der Theorie aus der vorderen Sequenz die hintere Sequenz ableiten kann. Und bevor wir das Theorem dann beweisen, das wird dann das Letzte sein, was wir heute machen, möchte ich euch zeigen, wozu das gut ist. Warum, wenn wir das Theorem haben, der Beweis hiervon ist konstruktiv, ja, warum wir dann auch konstruktive Beweise von diesen früheren Propositionen extrahieren können. Weil das ist ja so ein bisschen so, auf den ersten Blick ist ja so ein bisschen so, also ich halte mit meinem Ellenbogen und den anderen Ellenbogen, der den anderen. Ja, also du fragst, gibt es irgendwie auch vielleicht einfach eine schnelle Möglichkeit, um rauszufinden oder zumindest um Pi mal Daumen vorher abschätzen zu können, dass es mir gelingen wird, konstruktiven Inhalt zu extrahieren. Mhm. Ja? Du magst, also sagst quasi schön und gut, für Primideale geht das jetzt, das glaube ich, das sehe ich dann, aber gibt ja noch andere Sachen im Leben als Primideale. Nee, ist aber nicht gut. Okay, ich beantworte dann trotzdem das mal. Das gibt es. Und also zum einen gibt es einfach eine Faustregel, alles in Algebra klappt. Okay. Ja? Und zum anderen gibt es noch spezifischere Faustregeln. Es gibt zum Beispiel das Theorem von Barr, das sagt, werden wir noch, ja, lass es beweisen, wenn ihr wollt, auf jeden Fall sehen. Das Theorem von Barr sagt folgendes aus. Wenn es einen Beweis gibt von einer geometrischen Sequenz, also Turnstile,
davor steht eine geometrische Formel, dahinter steht eine geometrische Formel. Geometrische Formeln waren solche, wo kein für alle und kein Implikationszeichen vorkommt. Wenn es einen Beweis von so einer geometrischen Sequenz gibt, und zwar einer, der gerne klassische Logik verwenden kann und gerne auch Auswahlaktionen, dann gibt es von genau derselben Sequenz auch einen Beweis konstruktiv. Der Beweis dieses Metatheorems ist unkonstruktiv. Ja? Aber dann weißt du, es muss einen konstruktiven Beweis geben und mit dieser Sicherheit ausgestattet, vielleicht hilft es hier dann doch wieder, gläubig zu sein, gehst du dann auf die Suche nach einem konkreten Beweis oder nach einem konkreten Transformationsverfahren oder so. Ja? Oder schlägst einfach das Buch von Lombardi und Kitte aus. Ja, wo eben schon ganz, ganz viel in die Richtung gemacht. Was war eigentlich deine Frage? Juli, Quatsch. Du könntest die generische Frage stellen und ich gebe dann die generische Antwort. Also ich mache jetzt das generische Überlegungsgeräusch. Ich ziehe jetzt ein Pullback davon, um das in ein konkretes Überlegungsgeräusch zu bekommen. Habe ich gemacht. Push forward, ich wieder zurück zu. Push forward geht nicht immer. Okay, alles klar, das ist eine Ausnahme, ja. Okay. Alles klar. Gut, dann lasst uns ein Korollar sehen von dem Theorem unten rechts. Korollar. Und zwar, ein Korollar wäre mal folgendes. Spezialisiert auf ein einziges Element vorne und kein Element hinten. Also wann ist diese Sequenz ableitbar? Nun ja, statt Bottom können wir auch 1 Element P schreiben. Ich hoffe, ich hatte es nicht vergessen. Nee, genau, hier steht's. X Element P erzwingt 1 Element P. Das ist komplett gleichwertig, denn wenn wir die linke Sequenz ableiten können, dann können wir die rechte Sequenz auch ableiten, denn aus dem Bottom folgt ja alles. Das ist auch eine der Schlussregeln, die wir uns gegönnt haben, weil wir haben die Schlussregeln halt für Bottom drin. Und umgekehrt, wenn wir es geschafft haben, diese Sequenz abzuleiten, mit Hilfe halt Ihnen im Rahmen dieser Theorie, modulo dieser Theorie, dann können wir auch Bottom ableiten, weil wir nur noch einmal dieses Axiom hinten nachschalten müssen und dann einmal Schnittregel. Gut, und jetzt gesagt, gibt uns das Theorem darüber Auskunft. Das ist genau dann der Fall, wenn 1 in Wurzel runde Klammern x liegt. Und wenn ihr euch anschaut, was das explizit bedeutet, dann heißt das, wenn x invertierbar ist. Und wenn ihr wollt, könnt ihr klassisch weiterschreiben. Klassische Auswahlaktion, das ist gleichbedeutend dazu, dass x in keinem Primideal liegt. Man zeigt in der Algebra, dass ein Element genau dann invertierbar ist, wenn es in keinem einzigen Primideal liegt. Und zweiter Teil vom Korollar, genau andersrum. Wann erzwingt denn die Theorie, dass irgend so ein Ringelement x in P liegt? Diesmal können wir direkt das Theorem verwenden. Hinten steht ja etwas von genau der Form wie in dem Theorem. Vorne auch. Das Theorem war hier nämlich formuliert für beliebige endliche Konjunktionen vorher. Vorne, das ist eine endliche Konjunktion, nämlich die Konjunktion aus null vielen Aussagen. Das heißt, das ist das Äquivalent dazu, dass x in Wurzel aus, runde Klammer auf, runde Klammer zu liegt. Das ist das von gar keinen Elementen erzeugte Ideal. Da kommt dann nur die 0 raus und mit der Wurzel dann Wurzel 0. Ja? X nilpotent wäre das. Und in klassischer Logik wäre das äquivalent zu x liegt in allen Primidealen. Das habe ich korrekt übertragen von dem Theorem. Und jetzt seht ihr schon, also wir müssen noch das Theorem beweisen, aber ansonsten sind wir schon fertig. Ihr seht, mit Hilfe von dem Korollar B hier
können wir schon konstruktiv und explizit machen, was wir vorhin gesehen hatten. Vorhin haben wir nachgerechnet, dass dann all die Koeffizienten a, i in allen Primidialen liegen. Aber diese zwei, drei Zeilen Beweis, die hätten wir genauso gut nochmal abschreiben können, nur im Rahmen dieser Theorie. Und dann wäre halt rausgekommen, dass unter keinerlei Annahmen, unter der Annahme top, wir zeigen können, dass a, i in p liegt. In diesem Sinne, dass a, i im generischen Primideal liegt. Okay, und all diese Äquivalenzen und das Theorem da unten eben ist konstruktiv. Das heißt, es folgt, dass a, i nilpotent ist. Wenn a, i nilpotent konstruktiv bewiesen worden ist, wissen wir haben den Index, einen Exponenten, sodass eben das a, i hoch so und so viel 0 ist. Und wir wissen auch, von wem der nur abhängen kann, nämlich erstens vom Beweis, den wir reingesteckt haben, und zweitens von den Daten, die zum Problem gehörten, also insbesondere der Nilpotenzindex von f, von dem Polynom, mit dem wir damals gestartet sind, und zweitens von dem Grad von dem Polynom. Weil der ändert, wenn wir ganz genau sind, auch nochmal den Beweis, weil je nachdem müssen wir unterschiedlich viele Hilfsschritte einfügen oder nicht. Und von mehr ist er nicht abhängig. Das heißt, mit dem Korrelat B hier kriegen wir genau die expliziten Schranken raus, die wir rausbekommen wollten. Eine Sache könntet ihr noch einwenden, nämlich ihr könntet sagen, okay, schön und gut, aber diese Sprache hier ist doch recht restriktiv. Woher weiß ich jetzt auf einen Blick, dass der Beweis von vorhin, diese zwei, drei Zahlen an der Tafel, dass der sich ausdrücken lässt alleine über diese sprachlichen Mittel? Dazu ist Folgendes zu sagen. Zum einen, wir könnten den Beweis einfach nochmal führen, nochmal ein bisschen genauer, und dann würden wir schon sehen, dass diese sprachlichen Mittel genügen. Wir haben an keiner Stelle haben wir Quantoren gebraucht, wir haben keine Variablen gebraucht, wir haben nicht Implikationszeichen gebraucht oder sowas. Wir hatten, glaube ich, sogar Implikationszeichen an der Tafel, aber die können wir alle stattdessen ersetzen mit den Turnstiles. Turnstiles sind okay. Das ist das eine, was dazu zu sagen ist. Dann gibt es noch was Zweites dazu zu sagen, nämlich wir werden lernen, mit Hilfe der vollen internen Sprache von klassifizierenden Topoi, das ist nur ihr geometrisches Fragment, dass all die anderen Junktoren, die man sonst kennt, und auch die Quantoren, dass die auch okay wären. Die kann ich auch einfach noch dazu nehmen. Und ich habe immer noch genau dasselbe Korrelat. Also sogar wenn ich oder zur Hilfenahme vom Implikationszeichen und anderen Dingen das da beweisen kann, habe ich auch die Impotenz. Macht einen Denkfehler nicht. Was ich nicht behaupte, das wäre falsch, wäre Folgendes. Wenn ein Element x in allen Primidialen liegt, dann kann ich aufgrund von Proof-Mining-Magie auf magische Art und Weise sehen, dass das Element nilpotent ist. Ich behaupte was leicht Schwächeres, nämlich wenn ich einen Beweis habe, dass x in allen Primidialen liegt, wenn ich einen Beweis habe, dass x im generischen Primideal liegt, dann kann ich mit Proof-Mining-Magie herausfinden, dass x nilpotent ist. Ja. Ich weiß aus einem Beweis von der Aussage, dass x in allen Primidialen liegt, werde ich auch immer sowas, einen Beweis in diesem Sinne, nochmal ablesen können, weil wenn wir halt etwas für alle Primideale gezeigt haben, was haben wir dann nur verwendet? Die Primidial-Axiome. Und das waren genau die Axiome, die eben auch hier erlaubt waren, zu verwenden. Bevor es jetzt an den Beweis vom Theorem geht, würde ich noch eine letzte Anmerkung hier dazu machen, nämlich beobachtet. Die Ringaxiome oder sowas, die sind nicht Teil von diesen Dingern. Assoziativität oder sowas. Und die brauchen wir dort auch gar nicht. Ja? Dass der Ring assoziativ ist und so, das wissen wir ja auch einfach schon von vornherein. Und hier geht es nur eben über die Eigenschaften von diesem mystischen Element P, was in Wahrheit gar kein Element P ist, sondern einfach irgendeine Formel. Ja. Okay, wie ist die Stimmung? Habt ihr gerade Fragen zu dem ganzen Ding, wie das funktioniert? Sonst kommt jetzt der Beweis. Der Beweis ist übrigens auch recht clever und gar nicht so schwer. Ja. Du sagst, wenn wir irgendeinen Beweis haben, dass es nicht so ganz
allen Primordialen gibt. Ja. Ja. Ist der auch schon sozusagen, hat der auch schon die Gleichmäßigkeitseigenschaft? Ja, also nee, ich behaupte nicht, das hatte ich eben gesagt, aber das ist nicht richtig. Ich behaupte nicht, dass wenn ich irgendeinen Beweis in irgendeinem formalen System habe, dass x in allen Primordialen liegt, dass ich dann den schon umwandeln kann in 10. Genau. Wo dann genau. Steht mit, nee, das nicht. Nee. Aber ich behaupte, wenn ich es eben von dieser Form, oder ich behaupte, also erstens von dieser Form, in der Form beweise ich es ja auch formal. Dann, was ich auch noch formal beweisen kann, ist, wenn ich hier mehr erlauben würde, sowas wie Implikationszeichen. Das machen wir in ein paar Wochen. Und wenn ich dann noch das Auswahlaxiom metamäßig annehme, dann kann ich es nochmal für mehr Sachen beweisen, weil ich dieses Theorem von Bahr habe. Und dann ist es immer noch ein empirischer Fakt, dass alle möglichen Beweisen in so Lehrbüchern, in Papern, dass man auf die diese Methoden anwenden kann. Obwohl die Autoren natürlich überhaupt nicht darauf geachtet haben, dass irgendwelche Logikerinnen später in irgendwelchen Systemen irgendwas formalisieren können. Was wahrscheinlich schon mal tendenziell gut ist, ist, wenn ich irgendwas für alle Primordiale von allen Ringen zeigen kann. Also, weil dann kann ich wahrscheinlich ja, genau. keine Klassifikation. Richtig, genau. Also. Genau, richtig. Und eben unsere Proposition mit dem, wenn f independent ist, dann auch alle Koeffizienten, die war ja für alle Ringe. Genau, genau. Okay, lasst uns den Beweis sehen, Beweis vom Theorem. Erstmal die Rückrichtung, damit wir die aus dem Weg haben. Die Rückrichtung ist nämlich trivial. Überlegt euch das kurz. Rückrichtung von unten nach oben, also von hier nach dort. Ja. Das da, dieses Kleinzeichen, das war eine Trivialität, das war nur umgeschrieben. Es geht um das da. Okay, also wenn y hoch m diese Summe ist, wie können wir dann zeigen, dass diese Annahme diese Behauptung erzwingt? Naja, mit Hilfe der Axiome, die da stehen. Wenn wir wissen, dass all die xi in P sind, dann wissen wir, Magnetaxiom, dass dann auch ai mal xi jeweils in P ist. Dann dieses Axiom, das heißt, wir wissen, Summen drüber landen auch noch in P. Das heißt, jetzt wissen wir jetzt schon mal, dass wir ableiten können, dass unter dieser Annahme das y hoch m in P ist. Und dann nochmal das da und dann folgt das y in P. Also die Rückrichtung ist geschenkt. Interessant ist die Hinrichtung von oben nach unten. Wie soll das gehen? Auf den ersten Blick könnte man verzweifeln. Man könnte sagen, ein Beweis von dieser Sequenz, der kann doch unglaublich kompliziert sein. Ja, er findet nur diese Axiome, aber trotzdem, er kann die ja sehr oft verwenden auf verschachtelte Art und Weise. Keine Ahnung, wie soll ich denn so ein handliches Zertifikat aus dem Beweis ablesen können? Es geht aber doch. Habe ich nicht mal das. Induktion verwendet, oder? Eine Meta-Induktion habe ich verwendet. Okay. Ja, eine Meta-Induktion. Also genau, das Axiom war hier nur für zwei Sachen formuliert. Ach so, stimmt, das ist ja auch Meta. Genau, intern könnte es gar nicht sein, weil ich ja keine Variablen habe. Genau. Also ich kann mit Meta-Induktion beweisen, dass ich folgende Sequenz ableiten kann: x hoch n in p. Erzwingt x in p. Das kann ich für jede natürliche Zahl n mit Metainduktion über n beweisen. Okay. Die Idee ist, wir definieren eine Semantik für das, was wir da eigentlich machen. Das heißt, wir versuchen das ein bisschen mehr als Syntax zu haben von diesem generischen Primordial. Definiere das da, das soll ein Element von Rad von A sein. Das ist die Menge der Radikalideale von A, die Menge der Ideale der Form Wurzel aus so und so viel. Definiere das da, so ein Ideal, für jede Formel Phi der Theorie. Wir werden definieren, und zwar genau, also der Hauptpunkt, der hauptspringende Punkt, aus dem sich dann die anderen Sachen übrigens auch mit kategoriellen Überlegungen von selbst ergeben, ist der, wir sagen, das Radikalideal, was zu dieser Formel gehört, soll sein das Wurzelideal vom von x erzeugten Ideal.
Und andere Sachen definieren wir folgt. Das soll das Null-Ideal sein. Das soll das 1-Ideal sein. Und jetzt müssen wir noch rekursiv definieren, was wir mit Konjunktion und Disjunktion machen. Bei Konjunktion machen wir das da. Phi plus Psi. Und für Disjunktion machen wir einfach Schnitt. Ich brauche hier das Wurzelzeichen, weil die Summe von zwei Radikalidealen ist eventuell kein Radikalideal mehr. Und die Wurzeloperation ist die ökonomischste Art und Weise, um aus dem Ideal, was vielleicht kein Radikal ist, doch wieder ein Radikalideal zu machen. Das hat jetzt noch eine Vorstellung. Und zwar stellen wir uns vor, dieses Ideal hier, das stellen wir uns als eine Art verallgemeinerter Wahrheitswert vor. Ist der verallgemeinerte Wahrheitswert der Behauptung, der Behauptung Phi. Was ist damit gemeint? Wahrheitswert normalerweise ist kein Radikalideal von einem Ring. Wahrheitswert in der klassischen Logik oder in einem klassischen Setting wäre wahr und falsch. Das wären die beiden Wahrheitswerte klassisch. Und konstruktiv gibt es vielleicht noch weitere Wahrheitswerte, wer weiß schon. Aber auf jeden Fall sind auch in konstruktiver Logik nicht Wahrheitswerte irgendwelche Radikalideale von einem Ring. Ja? Aber das fühlt sich so ein bisschen an, als ob eben hier diese Interpretationsklammern von Phi eine Art Wahrheitswert sind. Wir werden sogar noch folgende Interpretation, die ganz eng damit zusammenhängt, später formal verstehen können, nämlich Klammern von Phi ist der Ort, wo Phi gilt. So wie der Ort, wo irgendwelche Funktionen eine Nullstelle haben. Der Ort, wo die Behauptung gilt. Fragt man sich jetzt, auf welchem topologischen Raum ich das meine. Ne? Das wird, wenn ihr es schon wisst, dann ist es die klassifizierende Örtlichkeit zu dieser Theorie. Sonst kommt das halt später. Okay, und auf welche Art und Weise ist das jetzt gemacht? Das ist nicht einfach so aus Spaß, sondern so, dass Folgendes gilt. Dann gilt eine Formel Phi erzwingt eine Formel Psi in dieser Theorie, genau dann, wenn die Interpretation von Phi eine Obermenge ist, als Ideal, wie die Interpretation von Psi. Weil das genau der magische Punkt ist, der dann alles zum Laufen bringt, möchte ich da dann ein, zwei Fälle davon beweisen. Jetzt gleich noch. Aber ansonsten ist der Beweis fertig. Ich will nur noch erklären, warum. Also warum ist der Beweis des Theorems fertig, wenn wir noch dieses letzte Äquivalenzzeichen geschafft haben? Naja, also wir wollen von hier nach dort folgern, ja? Also nehmen wir an, dass diese Sequenz beweisbar ist. Gut. Dann heißt das also, dass wir das entsprechende voraussetzen dürfen mit dem anderen Zeichen für die Radikalideale. Das heißt, wir wissen, dass die Interpretation von der linken Formel eine Obermenge ist von der Interpretation der rechten Formel. Was ist die Interpretation der rechten Formel? Die steht direkt dran. Das ist also Wurzel aus runde Klammern y. Und was ist die Interpretation der linken Formel? Ich schreibe die hier mal kurz hin. Die Interpretation von x1 in p und so weiter bis xn aus p. Gut, das ist zunächst ein bisschen verklausuliert, weil zunächst muss ich hier irgendwelche Klammern einfügen, sodass es immer nur die Konjunktion von je zwei Sachen ist. Und dann muss ich mehrmals diese Definition verwenden. Aber wenn ich das aus x'e,
kommt einfach dieses Ideal raus. Ja, Übungsaufgabe, einfach das kurz nachrechnen, dauert noch weniger als die 14 Sekunden von vorhin. So, und ich weiß dann also, dass dieses Ideal eine Obermenge ist von dem Ideal nur y statt x geschrieben. Okay. Und dann sind wir fertig, denn das Element y liegt ja ganz sicher in diesem Ideal, mit y statt x geschrieben, und liegt daher auch in diesem Ideal. Und das ist genau, was hier behauptet wurde. Also das ist wirklich die eine Sache, die halt jetzt noch fehlt. Gut, wie beweist man das? Wie immer, man muss halt eine Induktion anstreben über den Aufbau von einem Beweis von dieser Sequenz. Der letzte Beweisschritt kann einer von mehreren sein. Das kann entweder eines dieser Axiome hier sein oder es kann eine der Schlussregeln sein. Und ich will einfach mal zwei Fälle exemplarisch präsentieren. Beweis davon und jetzt ein Beispiel. Ein Axiom könnte doch sein, Phi und Psi impliziert Phi. Das ist eines der Axiome und das müssen wir jetzt irgendwie rechtfertigen. Ja? Rechtfertigen in der semantischen Welt nach Interpretation. Da müssen wir jetzt also zeigen, dass die Interpretation von der Formel wirklich eine Obermenge ist von der Interpretation von der Formel. Und wenn wir nochmal nachschauen, wie das definiert war, dann sehen wir, dass das stimmt. Weil das, was hier steht, ist ganz gewiss eine Obermenge von diesem Phi alleine. Ja, die Wurzel nehmen macht ein Ideal nur größer und ein anderes Ideal draufsummieren macht ein Ideal auch nur noch größer. Also das haben wir. Das können wir nachmachen auf der semantischen Ebene. Und andere Sache, von der wir zeigen müssen, dass es klappt, ist zum Beispiel, lasst uns das unterste Primidialaxiom nehmen. Ja? Das da. Lasst uns das jetzt davon die Interpretation anschauen. Und einsehen, dass das wirklich eine Obermenge hiervon ist. Schauen wir mal nach, was die beiden Mengen jeweils ergeben. Vorne wird es sein Wurzel aus x mal y, per Definition. Erste Klausel in der Definition. Hinten wird es sein, mal schauen, bei oder müssen wir schneiden, also Wurzel x geschnitten Wurzel y. Ja, und jetzt müssen wir das halt nachrechnen. Wie geht das? Passt gerade noch so hier hin. Denn sei also irgendein Ringelement R aus der rechten Seite, also aus dem Schnitt der beiden Wurzelideale. Dann wissen wir also, R liegt in den Einzelnen. Also wissen wir R hoch N gleich Ux und wir wissen auch irgendwie R hoch M gleich Vy für gewisse U und V aus dem Ring A. Und natürliche Zahlen n und m. Und jetzt würde ich gerne von demselben Ringelement R nachweisen, dass es auch links drin liegt. Zunächst scheint, denke ich, ein Problem zu haben, weil hier habe ich dann eine tolle Gleichung, die mir sagt, R hat was mit x zu tun. Und hier habe ich eine tolle Gleichung, die mir sagt, R hat was mit y zu tun. Aber ich finde keine Gleichung, wo irgendwie x mal y als Einheit vorkommt. Aber der Eindruck täuscht natürlich.
denn wir dürfen ja noch weiter hinaus potenzieren, weiter als bisher. Wir dürfen R auch zur Potenz n plus m erheben. Und das wird dann halt u mal v, diese Vorfaktoren sind uns herzlich egal, mal xy ergeben. Und damit ist das zweifelsohne ein Element von dem von xy erzeugten Hauptideal. Und das R selbst ist daher ein Element von dem Ideal mit der Wurzel drüber. Okay, und so könnt ihr die anderen Fälle auch noch machen, wenn die euch interessieren, und insgesamt den Beweis abschließen. Fragen? Sarah? Also, wenn du sagst, kategorielle Gründe, warum man da links mal noch eingeben muss, ist das wortwörtlich irgendwie ein Kontravariant auf Faktor zwischen. Genau, richtig. Ja, und zwar ist es halt so, was ich hier verwende, ist, wenn ihr cool sein wollt, schreibt ihr hier vielleicht noch ein Ob hin. Ändert aber nichts an der Menge. Ich nehme die Menge der Radikalideale, das ist eine Partialordnung. Die Ordnungsrelation soll einfach Teilmenge sein. Dann mache ich hoch Ob, damit kriege ich die umgekehrte Partialordnung, wo ich immer Obermenge schreibe statt Teilmenge. So, und die Regeln von, die Schlussregeln, die diktieren, dass das Unzeichen sich genauso verhält wie ein Produkt in der Kategorie. Wenn ich eine Chance haben will, dass das Interpretationstheorem hier, dass das gilt, dann muss ich also rechts auch das kategorielle Produkt von der Interpretation von Phi und Psi verwenden. Und in Rad von A ob ist das genau das. Manche von euch kennen schon Schematheorie und haben sich dann eventuell bemerkenswert gut zurückgehalten, denn man könnte denken, dass das hier irgendwie alles genau falsch rum ist, dass ich hätte Teilmengen schreiben sollen statt Obermengen oder sowas. Der Grund für die das schon so ein bisschen wissen, ist folgender. Also zu jeder so einer Theorie gehört ein Raum. Und der Raum zu dieser Theorie ist nicht das Spektrum von A, wie man es denken würde, sondern das Spektrum von A mit einer ganz komischen Topologie, nicht die normale Zariski-Topologie, sondern die sogenannte Flat Topology, die wieder was anderes ist wie FPPF. Wenn man das umformulieren würde und nicht die Theorie der Primidealen nehmen würde, sondern die Theorie der sogenannten Filter, ein Filter ist eine direkte Axiomatisierung von dem, was für eine klassische Mathematikerin einfach nur ein Komplement von einem Primideal ist. Wenn man das Ganze nochmal für Filter neu gemacht hätte, es wäre alles auch genauso einfach gewesen, dann wäre der Ort zu dieser anderen Theorie genau das normale Spektrum mit der normalen Zariski-Topologie gewesen. Das ist in der Tat eine Möglichkeit, die coolste, die ich persönlich kenne, um das Spektrum von einem Ring zu konstruieren, so dass es dann auch konstruktiv funktioniert. Sonst noch Fragen? Das können wir als Ausgangspunkt für den Theismus-Begriff nutzen. Ja. Du hast gesagt, dass es so cool ist. Ja. Ja, sehr schön. Gut, dann vielen Dank. Ich habe noch eine Anmerkung zu deinem nicht-intuitionistischen. Ja, dann lass erst klopfen, damit alle gehen können, die schon lange gehen wollen. Danke sehr.